In Saarbrücken will jetzt ein neuer Verlag die Comickunst der Großregion fördern. Polly heißt er. Die erste Veröffentlichung ist Purpur. Und um Profit geht es den Verantwortlichen nicht. Felix Schneider hat sie getroffen. Ein Buch über Streit und Versöhnung. Mit Witz erzählt in minimalistischen Comicstrips. Die Künstlerin und Autorin Lena Schwingel konnte es in gebundener Fassung nicht mehr in den Händen halten. 2019 starb sie an einem Hirntumor. Ihr Dozent und Mentor Jonathan Kunz wollte ihren Wunsch nach einer Veröffentlichung posthum erfüllen. Purpur war für mich von Anfang an eine Geschichte, die gezeigt werden muss. Also ich sehe da eine Coming-of-Age-Geschichte, ich sehe da aber auch der Gott des Gemetzels drin, ich sehe da eine Freundschaftsgeschichte. Also ich sehe ganz viel darin und ich finde, es ist wirklich so einzigartig erzählt, dass ich denke, das müssen alle lesen. Problem aber, kein Verlag wollte die Geschichte. Sie sei nicht für die breite Masse oder gar profitabel. Das wollte Kunz nicht auf sich beruhen lassen und macht sein eigenes Ding. Die Familie der verstorbenen Künstlerin war direkt Feuer und Flamme. Der Polly Verlag entstand, benannt nach Lenas Lieblingsbuch. Wir denken, es gibt viele Personen, die in Lenas Haut in Situationen stechen, sage ich jetzt mal, die tolle Ideen haben, aber nicht die Möglichkeit haben, was zu veröffentlichen, selbst wenn es nicht so konventionell ist. Und die wollen wir genau da packen und sagen, euch unterstützen wir. Die Bücher sind kleine Kunstwerke, gedruckt von jahrzehntealten Maschinen in der Druckerei Blattlaus in Saarbrücken. Sie leben von besonderem Papier, Farbe, die bei jeder Ausgabe etwas anders aussieht und aufwendigen Prägungen. Die Idee des Verlages hat den Inhaber überzeugt. Er arbeitet schon lange mit Künstlern der Kunsthochschule zusammen. Wir finden das Engagement um junge Künstler, die im Comicbereich tolle Geschichten erfinden, wunderbar. Und deswegen wollen wir diese Bücher herstellen und drucken die sehr gern. Mit den Büchern wollen die Macher kein Geld verdienen. Einnahmen werden ins nächste Werk investiert und sollen jungen Künstlern die finanzielle Last nehmen. Der Verlag lebt von Spenden und Eigenleistung. Ein Herzensprojekt eben mit Mehrwert. Also der Verlag bringt durch diese Verlagsstruktur schon einfach ein gewisses Renommee mit und gibt dann auch den KünstlerInnen auch die Möglichkeit, gewisse Arbeitsprozesse auch einfach abzugeben. Und das ist dann sowas wie die Organisation von einem Vertrieb. Aber unser Verlag jetzt speziell unterstützt auch im künstlerischen Prozess und in der Buchproduktion. Gerade ruft der Polly Verlag Künstler aus der Großregion auf, Geschichten einzureichen. Jedes Jahr wollen Kunz und Familie Schwingel mindestens ein Werk der breiten Masse zugänglich machen. Nach Purpur steht nun das nächste Projekt in Aussicht.